Fonda to Sunshine aus Belgien. Hier für Sie zu Gast Leo Laschet. Herzlich willkommen zu dieser ersten internationalen Muttertagsgala hier in dieser wunderschönen Goldmerkhalle in Burghof. Und es freut mich natürlich, eben als wir angekommen sind, da war die Halle noch ganz leer. Dann habe ich mir gedacht, wenn die mal voll ist, aber ein wunderbares Bild von hier oben, das darf ich Ihnen bestätigen. Und ich freue mich auch, dass heute so viele den Weg hier nach Burghof gefunden haben. Ich sage nochmal, herzlich willkommen! Wie der Name schon sagt, internationale Muttertagsgala. Und deshalb darf ich zunächst einmal allen Müttern das Allerbeste zum heutigen Muttertag wünschen. Ich habe vielleicht eine gute Frage. Wer war im vergangenen Jahr dabei? Es sind doch einige hier. Denn eigentlich ist diese Idee dieser internationalen Muttertagsgala im vergangenen Jahr geboren worden. Der Gerd Bloch, der Organisator, hatte mich damals auf die Bühne gerufen und ich hatte dann nichts Einfaches zu tun, wie zu sagen, nächstes Jahr machen wir eine internationale Gala. Und ich freue mich auch, dass dies geklappt hat. Und der Gerd hat es ja schon öfter gesagt, wir sind eben keine Schwätzer und wir freuen uns, dass es geklappt hat. Und deshalb darf ich Ihnen noch heute ein tolles Programm bieten mit Künstlern aus Belgien, aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Luxemburg, aus Frankreich und natürlich hier aus Baden-Baden. Ich freue mich drauf und ich bitte Sie nun, klatschen Sie nochmal endlich, dann wird die Erste auf die Bühne rufen. Zunächst einmal hinten der Fanfarenchor der Freiwilligen Feuerwehr Burghof unter der Leitung von Mike Rano und Silvio Unlauer. Und natürlich hier dieses Orchester auf dieser Bühne, das Blasorchester Ilmenau unter der Leitung von Fred Brinke. So, bevor wir nun mit dem Programm weitergehen, bitte ich nun, den Fanfarenzug auszumarschieren. Und ich glaube, ein Applaus wird euch dabei begleiten. Thank you.
Beschäftigung, Behindertenpolitik, Medien und Sport ist, recht herzlich zu begrüßen. Heute hier ist. So.
sogenannten Nationalhymne, oder? Die aber nicht nun in Thüringen gesungen wird. Das stimmt, denn vor 14 Tagen, da hatten wir das Vergnügen, den Gerd bei uns in Eupen zu erleben, in Belgien. Und ich muss sagen, in Belgien kannte man das weltbekannte Rennsteiglied. Und ich bin mal gespannt, ob man das in Thüringen genauso kann. Und hier ist er, der singende Wirt vom Rennsteig, Gerd Bloch, mit natürlich dem Rennsteiglied. Aber jetzt will ich was hören. So völlig unbestimmt.
Yeah.
Ich komme einfach mal runter. Ein Freund, wir kennen uns auch schon viele, viele Jahre. Ich muss dazu sagen, seit seinem dritten Lebensjahr sitzt er im Rollstuhl.
Schlafgut. Ja, das mache ich. Und gib Mami einen Kuss von mir. Und sag ihr, ich hab mich beide ganz dolle. Thank you.
Thank you.
Thank you.
So schön wie heute. Fritz!